Wir haben hier im Kanal zuletzt viel über Prokrastination gesprochen, darüber, wie schwierig es sein kann, ein Vorhaben tatsächlich in die Tat umzusetzen. Da ist es eigentlich ganz erstaunlich, dass wir überhaupt mal irgendwas geregelt kriegen. Wie das funktioniert, verrät uns das Rubicon-Modell. Und das schauen wir uns heute an. Willkommen beim Softskill-Kanal. Mein Name ist Sebastian Jung und heute schauen wir uns das Rubicon-Modell der Handlungsphasen an. Das Modell beschreibt, wie eine Handlung abläuft. Von der ersten vagen Idee, ich könnte ja mal, bis zum Abschluss, fertig, erledigt. Wir hatten uns ja bei der Prokrastination die Bücher von Höcker, Engberding und Rist angeschaut. Und da wird das Rubicon-Modell auch vorgestellt, die benutzen das zur Erklärung, denn es ist ganz hilfreich, um besser zu verstehen, wie Prokrastination funktioniert, was es da für Herausforderungen gibt. Und das soll auch bei uns heute so ein bisschen ein zusätzlicher Fokus sein, dass wir uns das ein bisschen anschauen. Klären wir aber doch zuallererst mal, was so ein Rubicon ist. Das ist eine nette historische Begebenheit. Wir befinden uns im Jahr 49 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ihr wisst schon, bis auf das kleine unbeugsame Dorf und so weiter. Aber es sind gar nicht Asterix und Obelix, die Julius Caesar Bauchschmerzen bereiten, sondern der römische Senat. Mit dem hat er Stress und deshalb erwägt Caesar einen Staatsstreich. Und was Caesar nun tut, ist Folgendes. Er überschreitet mit seinen Legionen den Fluss Rubicon. Der markierte damals die Grenze zwischen Italien, dem Kerngebiet des Römischen Reiches, und der Provinz Gallia Cisalpina. Und dieses Überschreiten des Rubicon, das kam damals einer Kriegserklärung an den römischen Senat gleich. In diesem Moment hatte der Bürgerkrieg begonnen. Das war unwiderruflich, da gab es kein Zurück mehr. Und deshalb wird dieses Überschreiten des Rubicon im Modell als Metapher verwendet. Und wie das funktioniert, sehen wir gleich. Das Modell beschreibt vier verschiedene Handlungsphasen und die erste ist das Abwägen. Beim Abwägen geht es um Motivation. Was will ich eigentlich? Denn ich habe ja immer diverse Wünsche, Ideen und Möglichkeiten, die so in meinem Kopf rumgeistern und ich überlege so, ach, könnte ich mal oder vielleicht dieses. Ne, ich vergleiche die, überlege mir, was haben die so für Vor- und Nachteile, wie ist da so die Attraktivität, also wie gerne will ich das oder wie wichtig ist das, wie ist die Realisierbarkeit, also wie aufwendig wäre es, das zu machen, wie realistisch ist es, dass ich da Erfolg habe. Ich überlege mir vielleicht, doch, ich könnte ja mal einen Bestseller schreiben, das ist schon einigermaßen attraktiv, aber nicht so leicht realisierbar. Ich könnte auch ein bisschen Schokolade essen, ne? Wenn ich welche im Haus habe, ist das sehr leicht realisierbar. Attraktivität wird ein bisschen dadurch gedrückt, dass das ja nicht ganz gesund ist und ne, schlanke Linie ist so ein bisschen ein Problem. Ah, besser nicht. Aber für die schlanke Linie wäre es vielleicht ganz gut, mal wieder zu joggen. Joggen ist auch super gesund. Ist auch einigermaßen realisierbar. Ich habe Schuhe da, hier in der Gegend kann man auch ganz gut joggen. Och ja, das könnte ich mal machen. Und jetzt fasse ich hier einen konkreten Entschluss. Ich treffe eine Entscheidung. Ich sage, ja, das will ich wirklich machen. Und in diesem Moment überschreite ich den Rubicon. Jetzt sagt ihr vielleicht, ja Moment, aber das ist ja gar nicht unwiderruflich. Ich kann mich doch wieder umentscheiden. Ja, nicht ganz. Wenn ich wirklich die Entscheidung getroffen habe, dann wäre ein Rückzieher mit psychologischen Kosten verbunden. Ne, das würde ich dann im Zweifelsfall als Niederlage oder als Versagen erleben. Ich müsste von mir selbst rechtfertigen. Warum habe ich das dann jetzt nicht gemacht, obwohl ich es mir konkret vorgenommen habe? Also das ist schon mit einer gewissen Schwierigkeit verbunden. Hier gibt es auch erstmal kein Zurück mehr. Für Prokrastinierer ist hier eine Herausforderung, dass die oft sehr lange in dieser Phase des Abwägens verweilen und es vermeiden, da eine klare Entscheidung wirklich zu treffen und sich wirklich festzulegen.
Was hier ein bisschen helfen kann, ist diese Entscheidung ganz bewusst zu treffen. Also dass ihr euch wirklich sagt, okay, ich habe mich jetzt entschieden, das mache ich und das ziehe ich jetzt auch durch. Ihr könnt da auf ein paar klassische Tipps zurückgreifen. Zum Beispiel könnt ihr euer Vorhaben schriftlich festhalten. Das bestärkt das Ganze nochmal. Oder ihr könnt jemand anderem von eurem Entschluss erzählen. Dass ich zum Beispiel meiner Freundin erzähle, hier, ich habe mir überlegt, ich werde joggen gehen. Das schafft ihr auch nochmal eine zusätzliche Verpflichtung und Verbindlichkeit. Wenn ich nun den Rubikon überschritten habe und eine Entscheidung getroffen habe, dann beginnt die Phase des Planens. In dieser Phase geht es jetzt nicht mehr um Motivation, nicht um die Frage, was will ich, das habe ich ja entschieden, sondern es geht jetzt um die sogenannte Volition. Da geht es darum, das Ziel, das ich mir gesetzt habe, tatsächlich zu erreichen. Also jetzt geht es um das Wie. Wie kriege ich das hin, das wirklich zu machen? Oft kann ich diesen Entschluss, den ich gefasst habe, nicht unmittelbar umsetzen. Ich habe mir vielleicht gesagt, okay, ich will joggen gehen, aber draußen ist schon dunkel, es regnet in Strömen oder vielleicht saß ich da gerade bei der Arbeit, hatte andere Aufgaben. Das heißt, ich muss auf die richtige Gelegenheit warten und bis sich diese Gelegenheit bietet, muss ich meinen Vorsatz, meine Absicht aufrechterhalten. Vielleicht muss ich das auch so ein bisschen planen. Das kann zum Beispiel so aussehen, in der einfachsten Form, dass ich einen konkreten Vorsatz, so einen Wenn-Dann-Vorsatz fasse. Morgen früh, nach dem Aufstehen, wenn das Wetter okay ist, dann gehe ich joggen. So nach dem Schema. Für Prokrastinierer ist diese Planungsphase natürlich so die Hauptproblemphase, denn da besteht ja die große Herausforderung meistens darin, das, was man sich vorgenommen hat, auch wirklich umzusetzen, auch wirklich anzufangen. Ihr wisst noch aus den Prokrastinationsvideos, ich verlinke sie euch unten in der Videobeschreibung, da findet jetzt das ganze Thema Selbststeuerung statt. Das heißt, ich muss meinen Vorsatz verteidigen gegen die Querkonkurrenz, gegen all die Dinge, die ich stattdessen machen könnte, die vielleicht angenehmer sind, und gegen die Längskonkurrenz, die ganzen anderen Zeitpunkte, auf die ich meine Absicht verschieben könnte. Ich könnte ja heute Abend joggen, morgen, nächste Woche und so weiter. Und das ist natürlich eine Herausforderung. Was auch passieren kann bei Prokrastinierern, ist, dass sie über- oder unterplanen. Ja, also unterplanen wäre, dass man alles sehr schwammig lässt, dass ich sage, ich habe mir überlegt, ich werde irgendwann mal joggen. Ne, das ist dann einer konkreten Umsetzung nicht unbedingt dienlich. Oder dass ich überplane, dass ich also so exzessiv ausführlich plane, dass das Planen an sich eine Aktivität wird, bei der ich prokrastiniere, also eine Aktivität, die ich mache, statt dem, was ich mir eigentlich vorgenommen habe, dass ich mir erstmal 5 Bücher kaufe über Laufen und 50 YouTube-Videos gucke übers Joggen, überlege, ob ich mir doch nochmal neue Schuhe kaufe, ausführlich im Internet recherchiere, also eine ewig lange Vorbereitung mache, aber nie wirklich dann joggen gehe. Das ist also auch eine Gefahr. Hier kann auch ein Problem sein, dass die Aufgabe über- oder unterschätzt wird. Unterschätzen wäre dann nach dem Motto, ach, das geht so schnell und ist so einfach, das kann ich später machen, ne? Joggen ist so easy, mache ich nachher kurz vorm Schlafen gehen noch schnell. Oder überschätzen, dass in meiner Vorstellung diese Aufgabe so groß und gruselig und einschüchternd wird, dass ich mich da gar nicht mehr rantraue. So, oh, Joggen ist so anstrengend und oh, das ist so schwer, das schaffe ich gar nicht. Und auch das kann zum Problem werden. Und generell ist es einfach eine Herausforderung, diese Schwelle vom Planen zum Handeln, also zum tatsächlich Anfangen, zu überschreiten. Da lohnt es sich, das bisschen zu beobachten und zu schauen, was ist denn bei mir da genau der Knackpunkt? Was sind für mich so die großen Hindernisse bei dieser Schwelle? Was sind für mich die großen Hindernisse beim tatsächlich Anfangen? Woran hängt es da genau? In dem Antiprokrastinationsprogramm von Höcker, Engberding und Trist, das wir uns angeschaut haben, hier in Heute fange ich wirklich an, da werden viele Methoden und Techniken verwendet, wo es speziell um diese Planungsphase geht.
Zum Beispiel gibt es da ja einen Ansatz zum realistisch Planen. Der richtet sich natürlich hier an diese Planungsphase. Auch generell Ansätze, die in die ganze Sache Struktur reinbringen, die Arbeitszeitrestriktion, wo es darum geht, dass man sich bestimmte Zeitfenster setzt für die Arbeit. Also das wird da sehr intensiv auch angegangen. Wenn ich jetzt die Schwelle überschritten habe, tatsächlich mit der Tätigkeit anzufangen, dann befinde ich mich in der Phase des Handelns. Also das heißt, ich bin dann draußen und laufe. Das ist jetzt schon mal ein schöner Schritt, dass ich wirklich angefangen habe, bedeutet aber nicht automatisch, dass ich das auch erfolgreich zu Ende bringe. Denn ich muss immer noch durchhalten bis zum Schluss. Da stellen sich für Prokrastinierer vor allem zwei Herausforderungen, Problematiken. Zum einen kann es eben Ablenkung geben, ne, dass man dann doch irgendwie zu einer anderen Tätigkeit abdriftet. Ne, man schreibt da gerade eine Hausarbeit, dann guckt man schnell was im Internet, bei der Gelegenheit mal kurz YouTube und 3 Stunden später merkt man dann, okay, ich bin jetzt eigentlich ganz weg hier von der Hausarbeit. Das ist eine Gefahr. Auch, dass man Störungen hat und mit denen dann nicht gut umgehen kann, ne, dass irgendwie Lärm ist, dann kann man sich nicht mehr konzentrieren und man kann auch irgendwie nicht mit dieser Störung vernünftig umgehen und kommt dann auf die Art aus der Tätigkeit raus. Und die andere Herausforderung besteht darin, dass man bei der Durchführung auf Probleme, auf Hindernisse stößt. Ich hatte zum Beispiel einmal, da wollte ich tatsächlich joggen gehen, also das ist nicht nur Fantasy, ich habe das schon mal gemacht. Und da habe ich gemerkt, meine Schuhe waren ein bisschen kaputt und da hatte sich ein Gummiteil gelöst und ich musste das erst kleben. Das wäre eine gute Gelegenheit gewesen, um zu sagen, ach komm, dann mache ich es einfach gar nicht. Und auch da ist es eben eine Herausforderung, da wirklich zu sagen, okay, ich bringe jetzt nochmal zusätzliche Energie, zusätzlichen Einsatz auf, um auch über dieses zusätzliche Hindernis, über dieses Problem drüber zu kommen und trotzdem das erfolgreich durchzuziehen. Also das sind definitiv Herausforderungen, gerade für Prokrastinierer. Wenn ich es jetzt geschafft habe, das Ganze durchzuziehen, ich habe fertig gejoggt, dann trete ich über in die letzte Phase, das Bewerten. Das ist jetzt wieder eine Phase, wo es um Motivation geht. Volition sind wir ja durch, wir haben es ja erfolgreich abgeschlossen. Jetzt geht es um die Frage, habe ich denn das erreicht, was ich wollte? Am Anfang hatte ich ja eine gewisse Vorstellung, was ich haben will, was ich erreichen will. Jetzt habe ich das tatsächliche Ergebnis und muss schauen, passt das denn so einigermaßen zusammen? Und vielleicht gibt es da eine kleine Diskrepanz. Vielleicht habe ich mir vorgestellt, wie ich 50 Runden entspannt um den Stadtwald jogge, ne, weil ich dachte, ich bin ja fit. Und dann habe ich gemerkt, okay, nach einer halben Runde krieche ich auf dem Zahnfleisch und es geht nicht mehr weiter. Da muss ich jetzt gucken, okay, wie gehe ich damit um, wenn meine Vorstellung vielleicht ein bisschen höher war als das, was ich tatsächlich erreicht habe. Ich kann jetzt hier meine Ansprüche ein bisschen absenken, dass ich sage, okay, halbe Runde ist auch gut, bin ich zufrieden mit. Ich kann auch nochmal nachbessern, dass ich sage, okay, dann mache ich jetzt eine Pause und dann jogge ich nochmal eine Zeit lang, dass ich eine neue Absicht generiere und diesen Zyklus nochmal von vorne beginne. Oder dass ich sage, ja, ich jogge dann morgen nochmal, damit ich fitter werde, damit ich eine ganze Runde schaffe. Also nachbessern ist auch eine Möglichkeit. Ich muss auf jeden Fall diesen Widerspruch auf eine Weise auflösen, die für mich funktioniert. Und wenn mir das gelungen ist, dann besteht der letzte Schritt, der Schritt aus der Bewertungsphase raus, darin, dass ich mich von der Tätigkeit löse, dass ich sage, okay, fertig, ich habe durchgeführt, was ich machen wollte, ich habe mein Ziel erreicht, ich bin zufrieden damit, wie es ausgegangen ist, das ist jetzt für mich erledigt, ich löse mich davon, verwerfe die Absicht, ist ja ne, erledigt und mache dann was anderes. Für Prokrastinierer kann hier zum einen eine Herausforderung sein, dieser Vergleich zwischen Wunsch und tatsächlichem Ergebnis. Das kann zum Beispiel schwierig sein, wenn man mit überhöhten Erwartungen an die Sache rangegangen ist und sich da vielleicht ein unrealistisches Ziel gesetzt hat. Kann auch schwierig sein, wenn man das tatsächliche Ziel positiv oder negativ verzerrt. Also wenn man zum Beispiel
super selbstkritisch ist und das Ziel da viel, also das Erreichte viel schlechter bewertet, als es eigentlich ist. Ne, wenn ich sage, oh, also alles unter 10 Runden um den Stadtwald ist ja für völlige Verlierer. Ich glaube, alle richtigen Jogger laufen mindestens 100 Runden und ne, das ist ja total wertlos und das also darunter runterziehe. Oder wenn man es auch positiv verzerrt, wenn man zum Beispiel sagt, ach komm, dafür, dass ich es auf den letzten Drücker gemacht habe, ist es ja noch ganz okay geworden. Das können da alles mögliche Probleme sein. Und es kann auch eine Herausforderung sein, wirklich dann diesen letzten Schritt zu vollziehen und sich von der Aufgabe zu lösen. Es gibt da bei Höcker, Engbedding und Rist ein Beispiel von einer Studentin, die eine Hausarbeit schon fertig geschrieben hatte, aber es dann nicht geschafft hat, den letzten Schritt zu gehen und die wirklich abzugeben. Also zu sagen, okay, die ist gut so, wie sie ist, ich bin zufrieden damit, wie sie geworden ist, hier Prof, nimm, fertig, ich mache jetzt was anderes. Also auch das kann eine Herausforderung nochmal sein. Zum Abschluss möchte ich noch ein paar Worte über das Modell an sich sagen. Das ist ein wichtiges Modell in der Motivationspsychologie. Es stammt ursprünglich von Heinz Heckhausen, aber es haben sich viele Psychologen, viele Forscher mit dem Modell beschäftigt, haben das dann auch noch ergänzt und erweitert. Peter Gollwitzer ist hier ein wichtiger Name, Julius Kuhl, Thomas Goschke, also da waren noch andere Leute involviert und das ist ein Modell, mit dem viel gearbeitet wird. Ich hatte jetzt als Quellen zum einen hier die Bücher von Höcker, Engbedding und Rist über Prokrastination, wo das Modell eben auch vorgestellt wird. Und ich habe mir zusätzlich dieses kleine handliche Büchlein besorgt. Ne, leichte Lektüre, Motivation und Handeln. Hier ist ein Artikel von Gollwitzer und Achtzinger drin, Motivation und Volition im Handlungsverlauf. Das ist auch eine der Quellen, die Höcker, Engbedding und Rist verwendet haben. Das hatte ich mir auch nochmal angeschaut. Es gibt aber da, wie gesagt, noch mehr Material, wie gesagt, Kuhl, Goschke etc. Das heißt, das Video ist sicherlich nicht erschöpfend und man kann da sicherlich noch tiefer reingehen in die Materie. Es gibt da zum Beispiel auch dann noch Forschung, die auf dem Modell dann aufbaut. Beispielsweise haben sich Psychologen angeschaut, wie denn diese einzelnen Phasen vom Bewusstseinszustand her dann aussehen, wie sich das äußert, wie sich unser Bewusstsein in der Abwägenphase von unserem Bewusstsein in der Planenphase unterscheidet. Also da geht es noch in die Tiefe. Das Modell ist auf jeden Fall deshalb sehr wichtig in der Motivationspsychologie oder unter anderem deshalb, weil hier Motivation und Volition zusammengebracht und in einen sinnvollen Ablauf gebracht wird. Denn Volition war ein Thema, das in der Motivationspsychologie, in der Forschung lange eher vernachlässigt wurde und das hat hier eben dann einen wichtigen Platz bekommen. Und das Modell ist natürlich sehr hilfreich, um Prokrastination besser zu verstehen. Ich denke, da war das jetzt auch nochmal eine gute Ergänzung zu den Prokrastinationsvideos. Ihr seid jetzt wahrscheinlich in der Phase des Abwägens. Soll ich dem Video ein Like geben, Kommentar schreiben, den Kanal abonnieren? Ich würde mich freuen, wenn all diese Ideen es über den Rubikon schaffen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Da schauen wir uns das Buch Die Entscheidung liegt bei dir von Reinhard Sprenger an. Für heute verabschiede ich mich. Habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.